Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil The Village. Und in der letzten Folge ist es uns gelungen, den letzten Flakon von dem guten Heisenberg zu holen, nachdem wir gegen diesen riesen Hammerman-Typen da, Wolf, was auch immer, Lycan gekämpft haben. Haben ihn relativ gut besiegt, nachdem wir sehr viele Minen auf ihn geschmissen haben und Granaten, ne? Und wir sollten von dem guten Heisenberg aus, sollten wir jetzt quasi hier zum Zeremonienplatz, haben jetzt das letzte Flakon eingefügt und jetzt sollen wir quasi zurück zum Schloss gehen und dort werden wir auf ihn treffen, denn er möchte irgendwie, dass wir ihm helfen, beziehungsweise er möchte uns helfen. Wie das genau gemeint ist, ein bisschen skeptisch, aber ich werde es gleich herausfinden, beziehungsweise wir gucken erstmal kurz, was haben wir denn theoretisch noch zu erledigen. Wir haben hier noch Waffe in der Waffenmühle. Das haben wir doch geholt. Ne? Warum haben wir hier noch überall rote Sachen? Lucillas Haus. Hier kommen wir nicht mehr rein. Glaube ich zumindest. Aber hier gibt es noch etwas, ja, eine Tür, die verschlossen ist, wo wir jetzt auch noch nicht rein können. Wobei, wir haben den Schlüssel, ne? Hier gibt es noch einen Pfad, den wir uns theoretisch auch nochmal angucken können. Also ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück, gucken uns nochmal genauer um, bevor wir jetzt zum Finale gehen. Ich weiß es nicht genau, beziehungsweise zum nächsten Boss. Munitionsmäßig sind wir wieder gut am Start und es speichert. Oh! Okay, das Tor ist kaputt. Ja, doch, da sind wir ja durchgekommen. Glaube ich jetzt zumindest, behaupte ich jetzt mal. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal da lang. Lass mal gucken. Nee, hä? Warte mal, wir waren jetzt. Ach, hier, das Haus. Das hier? Nee. Das hier. Gut, das Haus, was wir geöffnet hatten mit dem Schlüssel, wo wir quasi die, was hatten wir gekriegt? Genau, wir haben den Granatwerfer bekommen. Und wir können allerdings noch keine, doch, Granaten können wir schon herstellen, das ist schön. Aber natürlich fehlen uns da erstmal noch ein paar Sachen, aber hier müsste es noch was geben. Es ist noch nicht fertig. Ach, ja, gut, dann nehmen wir uns einfach mal den Dietrich und theoretisch ist das jetzt auch geklärt, ne? Jawohl. Ist auch geklärt. Hier haben wir noch einen Dietrich, den wir jetzt, weiß ich nicht, ob wir den jetzt schon kriegen können. Theoretisch ja, wir haben den bloß nicht gesehen. Hier ist noch komplett rot. Da könnte man nochmal hingehen. Und wir haben auch sehr viel Futter geholt. Also wir sind fast komplett geboost. Gesundheitsmäßig komplett erhöht. Jetzt fehlt, glaube ich, nur noch Beweglichkeit. Wenn ich mich richtig erinnere, Beweglichkeit fehlt nur noch. Und ansonsten, ja, haben wir alles, was wir brauchen. Ich glaube, das war wieder eine Sackgasse, ne? Ja, das war eine Sackgasse. Okay, es ist halt immer der Weg hin, zurück, hin, zurück. Gut. Ah, hier kommen wir jetzt auch wieder rein. Aber hier gab es auch nichts, ne? Nee, aber auch wieder nur Fail-Alarm. Aber ich glaube, ich nehme mal an, das wird jetzt nicht das Ende sein. Deswegen können wir jetzt erstmal in Ruhe zu dem guten Heisenberg gehen. Und wir haben auch ein Foto gefunden mit einem, warte, hier können wir nochmal gucken. Aber alle vier Flakons. Heisenberg hat gesagt, es wäre etwas anderes nötig, um Rose zu retten. Ja, ich kann mir gut vorstellen, worum es gehen wird. Und wir haben auch in der letzten Folge etwas mehr über die Geschichte hiervon erfahren, denn hier ist quasi der Ursprung von dem Pilzvirus oder ne, Mutantengen, was auch immer. Was wir quasi damals bei den Bakers hatten.
Und es war ja die Rede davon, dass Mutter Miranda ihre Tochter zurückhaben will. Die Vermutung ist natürlich jetzt, dass sie von Evelyn spricht und Rose quasi als Gefäß nutzen möchte, um eben, ne, Evelyn zurückzubringen. Ob das möglich ist, fraglich. Aber gut, jetzt natürlich nur die Frage. Ich wollte gerade sagen, sind hier welche? Weil theoretisch dürften hier keine sein. Aber wir haben ja in der letzten Folge das Spiel vom Heisenberg mitgespielt. Okay, hier waren wir. Hier waren wir. Hier gab es nichts mehr. Das haben wir alles soweit geklärt. Okay, das will ich nochmal auf den Grund gehen. Will ich nochmal nachgucken. Weil wenn schon, denn schon, dann die Karte komplett freikriegen, ne? Sofern hier das... Bo Sehr schön. Moment, kommen wir hier einfach so lang? Ich glaube ja, ne? Ich vermute es einfach mal. Let's go. Ja. Okay. Ach ja, stimmt, hier waren wir ja schon bei den Brücken gewesen, wo dann die Lichens, die fliegenden Lichens vorbeigehuscht sind, nachdem wir aus dem Schloss entkommen sind. Und hier waren wir theoretisch noch nicht. Behaupte ich jetzt mal. Wir können natürlich erstmal gucken, wie üblich. Ah ja, siehst du? Genau. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es wurde, glaube ich, auch nicht angezeigt, dass hier eine Kurbel ist. Und was haben wir hier? Ist hier ein Durchgang zum Schloss? Oh. Oh. Schatzhaus beim Fluss. Schatzhaus beim Fluss. Okay, ich gehe mal runter. Ah ja. Gut, dass ich noch mal woanders hin bin und nicht gleich direkt zum Hauptweg. Ah, sehr schön. So da Loot zum Sammeln. Muss man natürlich erstmal versuchen, Feuer zu machen. Man kennt's. Ich versuche jetzt einfach mal beste Strategie, ne? Oder auch, ne? Ja, doch. Sehr gut. Okay, wir gucken noch nicht. Oha. Okay, das ist eine sehr große Schatzkammer. Okay, das geht zum Glück nicht wieder zu. Jetzt mach doch mal richtig hier. Ethan, come on. Komm schon, Ethan, du schaffst das. Und jetzt nochmal Schmidt-Schmackes. Ja, nice. So. Hallo. Ich lass mich verarschen. Von einem wie dir, du Pimp. Oh, du hast einen Freund mitgebracht. Nun. Das ist jetzt aber uncool. Der droppt ja nicht mal irgendwas. Er hat nicht mal Kohle dabei. So ein Scher. Ist doch mal gut hier. Ja, ist gut jetzt. Scheiße. Ich kann nicht zielen, Junge, das weißt du aber auch. Was ist das jetzt? Sind wir jetzt fertig?
Kommt da noch jemand? Hallo? Ah, nun. Wenn da jetzt noch einer kommt, dann ist es anscheinend ein Unendlichkeits-Spawn. Ja, es ist ein Unendlichkeits-Spawn. Alles klar. Lohnt es sich da überhaupt? Warte. Ja. Kann ich den vielleicht? Ja. Lass mich in Ruhe. Du bist Burning Man. Grillsaison. Das funktioniert. Cool. Ja, komm mal her. Komm mal her. Put. Jetzt verstehe ich auch, wieso, weshalb, warum. Ja. Wenn das jetzt klappt, dann ist alles gut. Komm mal her. Komm mal her. Komm. Komm. Hey, jetzt komm doch. Jetzt komm. Dankeschön. So. Gute Nacht. Schlaf schön. Goldene Lady Dimitrescu. Geil. Wir haben's. Juhu. Sehr gut. Wir haben den Schatz. Und jetzt können wir abhauen, bevor noch welche kommen. Und hallo sagen wollen. Hallo. Ist da noch jemand? Nein? Gut. Also es war halt wirklich nur dafür gedacht, dass wir... Ja. Also haben wir es verkackt. Aber gut, dass wir nochmal zurück sind. Denn jetzt haben wir wieder etwas zum Verkaufen. Genau. Eine goldene Statue der Lady, wie es... Selbstverliebt kann man sein. Ja. Und wir haben auch, wie gesagt, wir haben eine Höhle gefunden, wo wir auch eine antike Münze gefunden haben, die wir auch bereits aus Resident Evil 7 kennen. Allerdings bringt sie uns in dem Fall nicht viel, weil wir können sie halt wirklich nur verticken. Hier ist noch ein Brunnen. Okay, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Hallo. Okay. Oh, gestörtes Örtchen. Oh, haben wir alle Toiletten abgeklappert oder was? Nice. Finde ich gut. Was? Ach so, ja, das ist ja. Ja, alles klar. Ja, nun, jetzt haben wir zwei Kurbel, ne? Was eine Leiter. Ist das eine gute Idee? Also ich. Hier waren wir schon mal. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Ich bringe ja dadurch. Oh, okay. Dadurch durchführt. Gut, dann würde ich sagen, ab dafür. Hier gibt es nichts mehr für uns, ne? Gut, dann können wir mal hinabsteigen in den Tunnel des Grauens oder den Brunnen des Grauens. Ist auch fast so lang wie wie der Aufzug. Ach, du meine Güte. Okay. Todesfallen. Ich sehe schon. Ich sehe schon, komm. Okay. Ah, okay. Wir können es probieren. Wir können dabei sterben. Komm. Okay. Alles cool. Okay, funktioniert nicht. Gut. Gut. Nun, wie ma. Achso, hier hoch. Dann da hoch. Dann kurz hier Hallo sagen. Hallo. Eine Rohrbombe. Warum kriege ich hier eine Rohrbombe? Yay, wir dürfen Knöpfe drücken. Also. Mhm.
Okay, wir dürfen schieben, ja. Ich habe halt gerade keine Ahnung, wie ich genau schieben soll. Wie weit und alles. Okay. Ist das jetzt richtig? Warte mal. Ja gut, einige Knöpfe fehlen, ne? Also wir müssen halt wirklich das jetzt irgendwie... Okay, das geht runter. Können wir den so ziehen, dass er quasi, mal gucken. Oder nee, müssen wir den hier bewegen? Können wir den bewegen? Nee, den können wir jetzt nicht mehr bewegen. Gut. Aber wir kommen zumindest hier hoch, da hoch. Und dann kommen wir hier hoch. Okay, gut. Ach so, und dann kommen wir hier hoch. Easy peasy. Wow. Okay, cool. Das war schwer. Muss ich zugeben, wir kriegen eine große Taubenblutrubin und Besuch. Oh shit. Oh shit. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Und noch ein Dietrich. Gern geschehen, immer schön alle. Natürlich gibt es hier noch etwas. Reicht das? Ich meine, solange wie hier keiner auf irgendwelche Knöpfe drückt, ist ja alles gut, ne? Ja. Passt schon. Aber hier gibt es doch noch was, oder? Ja. Hier muss es noch was geben. Aber wo? Oder habe ich es jetzt übersehen und kann es nicht mehr machen? Okay, wenn ich jetzt hier nichts finde, dann war's das wohl. Na, ich will jetzt auch keine 3 Stunden da rumsitzen, beziehungsweise hier rumrennen und das suchen. Aber ich glaube, wir haben es leider nicht mehr zusammenbekommen. Okay. Dass jetzt hier nichts passiert, ist auch wieder. Ja gut, hier kann man zwar speichern, aber das heißt ja nichts, dass wir nichts, dass hier nichts passiert, ne? So, hier waren wir bereit, beziehungsweise hier können wir durch, genau. Ah, okay. Wir müssen also zurückschwimmen. Kommen wir hier denn noch mal vorbei irgendwie? Kommt man da noch vorbei? Na, guck mal, das sieht doch so aus, wie als ob da noch was wäre. Aber man sieht, es ist abgesperrt. Gut. Dann gehen wir wieder zurück.
Aber es freut mich zumindest, dass wir jetzt erstmal alle Örtchen abgeklappert haben. Ohne dass irgendwas passiert ist, wie erwartet, ne? Ich dachte ja wirklich, dass gleich irgendjemand aus der Tür rausgesprungen kommt. Vom Klo. Ja. Okay, dann können wir ja weitergehen. Was war das? Ja, was zur Hölle? Okay, muss ich meinen Granatwerfer bereithalten? Wechseln ist das hier, ne? Ja, okay, kann ich irgendwas herstellen? Okay, ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Okay, wir haben jetzt den Altar aktiviert. Eisenberg, hallo? Bist du da? Untersuchen. Wäre das cool? Okay, dann würde ich sagen, wir untersuchen mal. Ach so, stimmt, wir haben einen Kelch der Giganten bekommen. Der steinerne Sockel vom Altar jetzt vollständig mit den vier Flakons. Oh, oh, so weit, so gut. Ja. Nun. Okay, wieder 10 Minuten, 3 Stunden Fahrstuhl. Okay, Magnum haben wir auch noch relativ. So, die Superwaffe. Die ja wirklich in der letzten Folge sehr gut gewesen ist. Alles weggeballert hat, was uns über den Weg Mach dir lief. keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na los, komm einfach über die Brücke. Wenn er das so sagt, soll man ihm wirklich so einfach vertrauen können? Oh, guck mal, wir können speichern. Sehr gut. Ja, komm, let's go. Okay. Alter, das sieht für mich nicht wirklich vertrauenswürdig aus. Ja gut, der gute Duke hat ja gesagt, dass das eine... Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen. Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Was soll das werden? Also wenn jemand zu euch sowas sagen würde, es ist keine Falle. Es ist keine Falle, nein, das ist bloß nicht. Willkommen. Heisenberg-Fabrik. Heisenberg, ich warne dich. Ich kenne deine Nebengeschäfte. Aber gut verständlich, dass er halt in der Fabrik ist, ne? Man weiß ja, was er für Fähigkeiten hat. Und ich will gar nicht wissen, zu was er wird.
Okay. Okay, 8 Rohrbomben haben wir noch, das ist gut. Okay. Schießpulver. Gut, der Keller des Grauens. Ist das dunkel? Alter. Wie viel Heilung haben wir? 4. Okay, das reicht. Denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan, wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Okay, das dachte ich mir schon fast. Ich dachte, er würde den Stuhl umkippen und wir fallen runter, aber in dem Fall hat er uns noch eine Chance gegeben und wir haben gesagt, nein. Scheiße! Nein, hallo? Okay, scheiße. Alter, was zum Teufel ist das denn? Ist doch nicht Mensch. Ja, komm ab dafür. Scheiß drauf! Gott, sind wir jetzt in der Presse? Wir sind. Was war das für ein Ding? Okay. Ja gut, wie gesagt, ich will nicht wirklich wissen, was das war. Es sah schon ziemlich krass aus. Also, ja, Respekt. Oh.
Ich weiß nicht warum. Ich. Oh, Alter, der Schatten war jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte jetzt wirklich.